Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Wir wollen heute auf die neue Birthday-Karte von Van Nistelrooy gucken. Ist eine interessante Karte und kostet nur 230.000, ist gar nicht mal so viel und die Karte sieht wirklich nicht schlecht aus. 1,88 Meter Körpergröße, damit gehört er auf jeden Fall schon mal nicht zu den kleinen Spielern. Hochgeringe Arbeitsrate, nach hinten will er also gar nichts machen. Spezialbewegung 4 Sterne und schwacher Fuß 5 und das ist richtig geil, wenn man mit beiden Füßen abziehen kann. Kommen wir jetzt mal zu den Attributen und hier habe ich ein bisschen überlegen müssen tatsächlich. Habe erstmal gedacht, das Tempo sieht schon nicht schlecht aus. Ich könnte auch was fürs Dribbling tun. Habe mich dann aber trotzdem für den Hawk entschieden, weil ganz ehrlich, er soll noch Lengthy bleiben. Mit dem Hawk ist er das und die Tempowerte sehen so richtig brutal aus. Schusswerte, da brauchen wir auch nicht lange drüber reden, aber ich habe mich mit für den Hawk entschieden, damit die Weitschüsse auch über eine 90 kommen und somit sehen die Schusswerte jetzt alle überall richtig gut aus. Das Passspiel sollte auch klar gehen. Übersicht 80, 91 kurzer Pass, das ist mehr als genug. Langer Pass 82 und 89 hier Febring, damit das sind gar nicht so schlechte Passwerte. Vom Dribbling her, ja, Beweglichkeit, Balance ist eine Baustelle. Die Reaktion und Ballkontrolle ist aber wirklich solide. Das Dribbling selbst auch nur eine 85. Ich hoffe, das wird ausreichen. Der Ruhewert von der 90 ist aber sehr wichtig und sehe ich auch gerne. Kopfballpräzision 95, Sprungkraft haben wir jetzt auch nochmal hochgeholt auf eine 88. Mal gucken, ob in dieser Sache was geht. Ausdauer 85 ist grenzwertig. Ich hoffe, das reicht aus. Gering Arbeitsrate nach hinten könnte also passen. Der Stärkewert sieht von Haus aus schon nicht schlecht aus. Holen wir jetzt auch nochmal auf eine 90. Ich hoffe, er kann den Ball gut halten. Aggressivität auch nochmal eine 88. Mal gucken, ob er den Ball das ein oder andere Mal hinterher angelt. Bei den Spielstilen ebenfalls sehr interessant bei ihm. Er bringt uns 9 Stück mit. Das sehe ich gerne. Angeschnittener Schuss, Lupfer, Powerschuss, Goldspielstil plus, brauche ich nicht ganz so oft, ganz ehrlich. Mal gucken, ob ich den mal rausholen werde. Power Kopfball bringt uns auch noch mit, sehr gut. Dann hat er auch noch Kante, das hat man ziemlich selten bei den Stürmern, aber gerne mitnehmen. First Touch, das ist gar nicht so schlecht, da kann man schön harte Pässe auf den spielen und der nimmt die sehr, sehr gut mit. Dann bringt er uns noch Flair mit und die Raserei fürs R1 Dribbling und akrobatisch ist er auch noch. Trivela hätte ich noch gerne, aber mal gut, man kann nicht alles haben. Ich bin jetzt gespannt, wie diese Karte auf dem Platz ist. Los geht's. Und es hat sich hier schön durchgemogelt und mit Power den Ball am Keeper sogar noch vorbeigeknallt. Sehr gut. Ah, okay, das war jetzt nicht die schwerste Aufgabe für Van Nistelrooy, aber man muss da trotzdem erst stehen und das Ding auch reinmachen. Hat er gemacht. Tor ist ziemlich frei und wir machen die nächste Bude. Da hat der Gegner ein bisschen gepennt und wir haben das gleich ausgenutzt. Die Chancenverwertung ist aber richtig brutal. First Touch wieder aktiviert und da macht er die nächste Bude und der Gegner gibt, so wie es aussieht, auf. Aber ich muss auch sagen, wirklich eine solide Leistung in diesem Spiel, hat mir wirklich gut gefallen. Ich hoffe, es geht so weiter. Das gibt's doch nicht. Und wie viel Glück kann man haben? Kriegt er tatsächlich dort vorne den Ball und ballert das Ding aus dem Rücken rein? Also wirklich nicht schlecht bis jetzt. Und wieder harten Pass auf ihn und er nimmt den sofort mit. Wir müssen nur noch reinschießen. Ah, da hätte ich auch lupfen können. Schade, hätte ich schneller reagieren müssen. Und hier zieht er einen Elfmeter. Natürlich darf er den auch selber schießen. Meterwerte sind mehr als nur vernünftig. Wir können schön aufziehen. Gegner hat schon falsch gemoved und drin ist das Ding. Hohen Ball auf Van Nistelrooy und die sollte er doch eigentlich gut verarbeiten können. Und ist das abseits? Ja, leider. Aber man hat es hier schön gesehen. Er fällt nicht hin, auch wenn er einen Tackle abkriegt. Er angelt den Bällen hinterher und das ist das, was die Karte wirklich so gefährlich macht. Mein Gegner verlässt das Spiel vorzeitig. Van Nistelrooy auch wieder hier sehr, sehr solide gewesen und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Bis jetzt habe ich wenig zu meckern. Ja, Van Nistelrooy legt sich das Ding weit vor. Wir müssen nur noch abziehen. Schade, aber trotzdem, das war eine geile Aktion, wie er sich den Ball so vorgelegt hat. Das war schon nicht schlecht. Wir brauchen jetzt langsam mal ein Tor. Und hier ist auch die Bude. Mein Gegner hat ein krasses Team. Ich hoffe, ich schaffe das hier. Aber Van Nistelrooy gibt gut Gas.
Und hier auch mal eine Vorlage von Van Nistelrooy. Ja, tatsächlich, die Passwerte sind auch nicht schlecht auf der Karte und man kann die auch benutzen. Komm schon, ja, und wir sind wieder dran. Van Nistelrooy mit seinem Powerschuss hier, super. Nach dem Ausgleich beendet mein Gegner tatsächlich das Spiel. Die Mannschaft war richtig stark von ihm. Schade, dass er rausgegangen ist. War auf jeden Fall eine Challenge. Van Nistelrooy mit dem Kopf, sehr gut gemacht. Und meine Güte, irgendwie macht er hier seine Buden. Ich habe den nicht so stark eingeschätzt, aber der ist richtig gut. Und schon wieder, alter Schwede, wie viel Glück kann man haben? Und dann wieder mit Gewalt klatscht er das Ding rein. Richtig gute Aktion, die er hier bringt. Die Laufwege sind Wahnsinn. Und dieser First Touch von ihm ist wirklich brutal. Jetzt knall ich das Ding hier einmal daneben, aber trotzdem, ich bleib dabei. Der ist wirklich nicht schlecht. Und hier das Dribbling auch gar nicht so verkehrt. Bisschen allein dazu genommen. Aber die Schüsse sind der Wahnsinn bei ihm. Man muss auf jeden Fall aus jeder Position versuchen abzuziehen. Und komm schon, jawohl. Und wir sind wieder in Führung gegangen. Meine Güte, der Gegner ist auch nicht schlecht. Und Gott sei Dank braucht Van Nistelrooy nicht viele Versuche, um zu treffen. Und Van Nistelrooy wieder mit dem Kopf. Gar nicht so eine schlechte Aktion. Torwart trotzdem noch dran gewesen, wie auch immer. Jawohl, Mann. Und das ist ein richtiger Schlagabtausch. Tor nach Tor und trotzdem wieder in Führung gegangen. Sehr gut. Das letzte Spiel war heftig. Van Nistelrooy, Mann des Tages. 7 Versuche, 5 Buden. Richtig geil. Und wir gehen jetzt ins Fazit. Das war die Birthday-Variante von Van Nistelrooy. Und die Karte ist eine komplette Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass der mir so gut gefallen wird. Oder eher gesagt, dass der so gut funktionieren wird. Eine wirklich bärenstarke Karte, die ihren Job richtig krass gemacht hat. Tore ohne Ende und keine Ahnung, wie er das macht, ob das seine Laufwege sind oder irgendwie seine brutale Spielerstärke, die er dort mitbringt, weil er den Ball so schwer abgibt. Aber irgendwie macht er eine Bude nach der anderen und auch gegen schwere Gegner konnte ich die Spiele tatsächlich gewinnen. Also wirklich eine krasse Karte. Die Tempowerte kommen sehr gut rüber. Wenn er erstmal in Wallung ist, den Antritt, den kann ich jetzt nicht ganz so hervorheben, aber die Endgeschwindigkeit ist wirklich sehr gut und er kann die Abwehrkette auf jeden Fall überlaufen. Was aber viel, viel krasser bei ihm ist, das sind die Schusswerte. Mit dem muss man wirklich aus jeder Lage schießen, einfach probieren, wenn man irgendwie im 16er den Ball da hat, auch wenn es schwierig ist, einfach rauf aufs Tor, nicht erst abspielen. Die Passwerte sind in Ordnung, aber ganz ehrlich, ich habe ihn als letzte Station genutzt, weil sobald ich mitbekommen habe, was der für Schusswerte hat, habe ich wirklich immer nur abgezogen. Die Dribblingwerte, ja, man kennt es bei den etwas größeren Spielern, er ist eher etwas klobig, aber ich sage es euch, dieser Spieler hat richtig gute Laufwege und dann läuft man auch einfach nur noch geradeaus und zieht aufs Tor ab und das war es dann auch schon mit der Geschichte. Wo ich gerade erwähnt habe, dass er etwas größer ist, ja, er kann auch Kopfballbuden machen, also für Kopfbälle ist er auf jeden Fall auch zu haben, also komplett eigentlich die ganzen hohen Bälle verarbeitet er sehr, sehr gut, hat mir wirklich gut gefallen. Dann muss man ihn auch noch lassen, mit dem Hawk hat er tatsächlich den Bällen so ein bisschen hinterher geangelt, die geringe Arbeitsrate da hinten, ich dachte zuerst, er wird so ein bisschen faul wirken und wenn der Ball weg ist, dann ist er auch weg, aber nein, das ist nicht ganz so, er angelt da nochmal hinterher und diese Spieler sind dann auch immer sehr schwer zu verteidigen, die so etwas tun. Also Leute, ihr merkt schon, ich lobe diese Karte sehr, ich glaube, ich habe noch keine Van Nistelrooy Karte gespielt, die so stark war oder so gut funktioniert hat, wie diese hier, wirklich beide Daumen hoch. Wer irgendwie noch einen Stürmer sucht und gerade nicht zurechtkommt, probiert die Karte mal aus. Ich meine, die ist richtig günstig. 230.000 ist eigentlich sehr fair für diese Karte. Und ich hoffe, ihr habt mit der Karte Spaß. Ich hoffe auch, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen helfen konnte und die Zeit vertreiben konnte. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben dafür das Video. Wer neu auf den Kanal gestoßen ist, abonniert das Ding, verpasst keine Reviews mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.